Mein Widerstand gegen das Leben. Mein Widerstand gegen das Leben. Heute ein etwas privateres Video. So eine kleine Sicht aus meinem Leben, aus meinem 41-jährigen Leben hier auf Planet Erde. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass das Kämpfen gegen das Leben, um das Versuchen ist, in eine Richtung zu lenken, wo ich es unbedingt haben möchte, dass das nicht wirklich immer was bringt. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwo was in einem Buch gelesen habe, wo es heißt, geh in die Hingabe und das Leben wird dich schon in die richtige Richtung bringen, sondern aus eigener Erfahrung. Ja, es gibt das Gesetz der Anziehung, es gibt das Manifestieren, ich kann mein Leben in eine gewisse Richtung lenken, aber manchmal, das Leben passiert auch. Also es sind Dinge, die uns geschehen in unserem Alltag, in unserem Leben, auf die man einfach keinen Einfluss hat. Und da bringt das ganze Kämpfen nicht. Da bringt vor allen Dingen, was ich auch bei mir gemerkt habe, oft Schuld- und Schamgefühle, weil ich gewisse Situationen einfach nicht im Griff habe. Aber zu verstehen, ich bin jetzt hier und es passieren mir Dinge, es geschehen die, also niemand sagt, die Welt ist gerecht, niemand sagt, es muss sich jeder gut behandeln und es muss alles so laufen wie nach Plan, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht sollte ich es einfach erleben. Vielleicht sollte einfach mein Sein, mein Charakter hier auf Planet Erde dadurch emotional wachsen. Keine Ahnung, also ganz ehrlich, keine Ahnung, was es dann in Wirklichkeit am Ende ist. Es gibt einfach Dinge, die uns geschehen. Manchmal zwingt uns das Leben in die Knie, anders geht's nicht. Und wir kleinen Menschen merken, wir haben eigentlich gar nichts im Griff, auch wenn wir denken, dass wir planen und machen und tun. Das Einzige, auf was ich wirklich Einfluss habe, ist, wie ich durch die Weltgeschichte laufe. Laufe ich rum wie eine Königin und glaube an mich? Oder laufe ich rum mit der Schwingung von Leiden und von Opfer und mir ist das passiert und wie konnte das nur so sein und warum ist es so ungerecht und warum fallen mir die nahesten Menschen in den Rücken? Und ja, ihr kennt das ja, da gibt es Menschen, die laufen rum, das sieht man ihnen im Gesicht an, dass sie einfach nur leiden und dass das Leben wohl ziemlich hart für sie gewesen sein muss oder immer noch ist. Oder wähle ich wirklich die andere Seite, dass ich sage, ja, das passiert mir und ja, das habe ich erlebt und ja, ich erlebe es eventuell immer noch. Und gleichzeitig kann ich trotzdem rumlaufen wie eine Königin mit erhobenem Kopf, mit erhobenem Haupt und lass diese Gefühle, lass diese Erfahrungen durch mich hindurch geschehen. Lauf aber trotzdem mit einer gewissen Würde rum. Ja, das hört sich jetzt auch wieder so ein Schlag ins Gesicht für einige an, die dann rumlaufen, die leiden und denen es echt schlecht geht und sagen, wie soll ich da noch Würde? Jeder hat Würde, jeder Mensch, egal was passiert ist. Aber es geht wirklich darum, ich kann mich entscheiden. Es passiert mir gerade und es fließt gerade durch mich und es ist Leid dabei, es ist Schuld dabei, es ist Scham dabei, es ist Trauer dabei, es ist Wut dabei. Ich lasse es geschehen, beziehungsweise es ist ja einfach, es ist gerade da und trotz allem laufe ich selbstbewusst rum und liebe mein Leben. Das heißt, liebe mein Leben, es gibt Momente, da liebe ich mein Leben nicht, aber ist einfach so, dass ich die meiste Zeit schaue, wie kann ich mein Leben lieben? Wie kann ich mein Leben lieben? Genau. Wie kann ich mich darauf fokussieren, was gerade gut läuft? Ich habe sowieso keinen Einfluss auf viele Sachen, aber auf was ich wirklich Einfluss habe, ist auf mein Innerstes, wie ich mit mir selber spreche, wie ich mein Leben interpretiere, wie ich meine Situation interpretiere. Also wirklich so interpretieren, ah, das ist mir passiert, ah, wie schlimm oder interessant, dass mir so eine verdammte Scheiße passiert. Interessant, dass nahest Familienmitglieder einen einfach manchmal wirklich hart in den Rücken fallen und für große Probleme sorgen. Interessant, dass ich das gerade erlebe. Was auch immer es ist. Und es einfach mal beobachten und gucken, okay, krass, ist nicht gerade einfach. Was kann ich jetzt tun, um bestmöglich mit dieser Situation klarzukommen? Ich kann sowieso nur mein Inneres kontrollieren. Meine Glaubenssätze, mein Verhalten, meine Haltung, wie ich durch die Gegend rumlaufe. Wie ehrlich ich mir selber gegenüber bin, wie ich meine Energie einsetze, wie viel Zeit ich mit Sorgen verbringe, also wie viel Zeit ich mir mit Sorgen machen verbringe und mit Leiden verbringe. Was ich mit meinen 41 Jahren jetzt gelernt habe, ist, dass es einfach Situationen gibt, die ein Schlag in die Fresse sind, die einfach wehtun. Und dass es jetzt meine Aufgabe ist, zu schauen, wie ich damit umgehe. Das heißt, ich leide, ich weine, ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe Hass, Rache, Gefühle, was auch immer. Verarbeite diese aber. Das heißt, ich kämpfe nicht gegen meinen Hass. Ich kämpfe nicht dagegen, dass ich gerade enttäuscht bin. Ich bin enttäuscht. Es ist scheiße. Da anzukommen, da voll anzukommen, um dann weitergehen zu können. Weil sonst
laufe ich wie eine gebrochene Frau herum. Und ich glaube, das will keiner von uns als gebrochener Mann oder als gebrochene Frau rumlaufen, sondern anschauen, es ist passiert, es ist scheiße, es ist ungerecht, es ist was auch immer, es annehmen. Niemand sagt, dass die Welt gerecht ist. Die Welt ist einfach, wir bewerten aber die ganze Zeit. Und wie laufe ich jetzt durch die Gegend rum? Laufe ich wirklich mit der Schwingung von Leiden und Opfer rum oder laufe ich rum wie jemand, der sich selbst mag, der vielleicht die Situation nicht mag, der vielleicht die Umstände nicht gerade gut findet und vielleicht auch unglücklich ist, aber trotzdem mit einer gewissen Würde und mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ja, also mir selber bewusst sein, wo ich gerade bin und das erlaube, dass es gerade da ist, so schmerzhaft es auch ist. Genau. Ja, das zum Thema mein Widerstand gegen das Leben, dass das alle nichts bringt. Ich kann kämpfen, wie ich möchte. Ich kämpfe gegen mich selbst. Ich bin gespannt, wie eure Sicht auf diesen Widerstand gegen das Leben ist und auf dieses in die Hingabe gehen. Es ist einfach zu sagen, geh in die Hingabe. Ich habe ja eben erwähnt, es geht jetzt nicht hier um irgendein Buch, sondern um meine eigene Erfahrung. Ich hatte ein Buch aber gelesen, werde ich euch einblenden, mir fällt gerade der Name nicht ein. Da geht es auch um die Hingabe zum Leben. Und während ich das gelesen habe, ist mir bewusst geworden, wie schwer es aber eigentlich wirklich ist, in die Hingabe zu gehen. Weil wir immer kontrollieren wollen. Weil es einfach schwierig ist, wenn der Job gekündigt ist, weißt du noch, du hast immer noch eine Miete zu zahlen, du hast immer noch Kinder, um die du dich kümmerst. Es gibt einfach Dinge, wo wir kontrollieren wollen, wo unser Verstand und unser Ego sehr hilfreich ist und sehr unterstützend ist, dass wir auch Lösungen finden. Und diesen Balanceakt zu finden zwischen in die Hingabe gehen, aber auch kontrollieren, weil irgendwo müssen wir ja auch ein Stück weit kontrollieren, dass wir weiterhin unsere Rechnungen bezahlen, ansonsten enden wir ja sonst wo. Wie eine Ballerina balancieren und da die Mitte finden und sich selbst nicht verurteilen, wenn man mal nach links oder mal nach rechts fällt. Es ist das Leben, es gehört dazu. Damit wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis zu einem der nächsten Videos.